Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Sam ist richtig. Dämliche Rätsel. Dämliche Rätsel. Also, es ist doch eine Tür. Ja, sieht danach aus, ne? Tja. Und nun? Okay, bevor ich hier weitermache, ich würde gerne versuchen, die Helligkeit etwas zu drosseln. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gefunden. Vielleicht muss ich das Spiel neu starten oder beenden und im Hauptmenü. Das kann natürlich sein, aber jetzt momentan erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier raus. Die Tür kann man jetzt wahrscheinlich öffnen. Yes. Oh, hallo Freunde. Schön. Alle kommen sie zurück in den Tempel. Da freut sich der Kleine. Und ich auch. Okay. Schön, es sieht einfach so schön aus. Zum Boot zurückkehren. Okay, wir haben das Licht von Alfheim. Okay, Moment, bevor der Kampf kommt. Die Lichtalben. Die Lichtalben sind zurück. Wir haben das Licht von Alfheim vor was auch immer geschützt, das die Dunkelalben ihm angetan haben. Und sie sind alle zum Tempel zurückgekehrt. Alles ist wunderschön in Alfheim, jetzt da das Licht frei scheint. Die Lichtalben scheinen nett zu sein. Sie sagen nicht wirklich etwas, aber zumindest versuchen sie nicht, uns zu töten. Vater sagt, ich soll keine Annahmen machen, aber was weiß er schon? Er war mit was auch immer im Licht beschäftigt, als ich ganz alleine einen ganzen Schwarm Dunkelalben besiegen musste. Mir egal, was er sagt. Ich bin froh, dass wir uns eingemischt haben. Ich bin auch froh. Ich würde gerne wissen, wie lange wir weg waren. Wir waren ja, also für Kratos waren wir ja 2 Minuten weg, aber ich glaube, wir waren wahrscheinlich 1 Stunde, 2, 3 Stunden, vielleicht mehr. Der mit den Hörnern ist wieder da. Ja, ich sehe schon. Den können wir einmal bearbeiten mit unserer Axt. Wie wär's damit? Oh, guck mal, die. Ich hasse den Kerl. Die Alben, die laufen da. Er wird zurückkommen. Über diese Brücke. Und da auch. Schön. Er wird zurückkommen, mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird er zurückkommen, ja. Mhm. Wir sollen. Oh nein, das Boot ist nicht hier. Es ist auf der anderen Seite des Sees. Dann gehen wir so zurück, wie wir gekommen sind. Tatsache, ja. Zum Aufzug. Stimmt. Okay, zum Aufzug, der da schon parat steht für uns. Welch Zufall. Okay. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Ja. Siehst du einen anderen Weg? Also. Nein, also. Okay. Wir sind ready mit unserer Axt. Vielleicht haben sich jetzt auch die Käfige geöffnet. Nein, doch nicht. Ja, wobei, dieser Käfig hat sich geöffnet. Oder ist das ein neuer Raum? Ist das irgendwie ein neuer Raum? Kriegsbeute, Albenartefakte, 3 von 6. Immerhin. Immerhin etwas. Oh, guck mal, und das Licht von Alfheim ist auch gleichzeitig unsere Taschenlampe. Finde ich cool gemacht. Das finde ich echt gut gemacht. Nice. Aber hier können wir nicht rein. Was auch immer da drin ist. So, einmal bitte durchbrechen. Thanks. Wahrscheinlich nur Hacksilber, aber 800. Über 800 Hacksilber. Auch nicht schlecht. Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. Ich weiß, ein kleines Drecksbalg. Geil. Okay. Wo geht's denn nach oben? Hier, ne? Die Tür müssen wir öffnen. Ja, ich erinnere mich. Da war noch was. Oha, oh, okay. Die Tore gehen zu. Sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht, das muss reichen. Es gibt Licht. Ja, klar. Okay, die Kiste haben wir auch noch nicht geöffnet. Ich erinnere mich. Wie öffnen wir die denn? So, erst einmal schauen wir uns hier um. Wir haben ja hier die Möglichkeiten,
neue Möglichkeiten. Alter! Sehr gut, Atreus. Und tschüss. Da hinten ist noch so eine Witch. Alter, die kommen ja auch um die Ecke. Ich muss erstmal auf sie. Okay. Ja, ich weiß. Das war's. Würdest du das Licht da oben halten, könnte ich sehen, wohin ich schieße. Sorry. Pass dich an. Mach ich ja. Tschüss. Au revoir! Einmal runtergeschossen. Das wäre ganz gut, wenn wir den erwischt hätten und dann hier noch eine Horde von Gegnern wäre. Wir hätten die alle vernichtet. Leider nicht der Fall. Okay. Da hinten waren wir noch gar nicht. Nein. Wir wurden aufgehalten. Da gehen wir erstmal hin. Okay. Hier brauchen wir so einen Kristall, wie es aussieht. Okay. Hier ist noch was zum Holen. Ein bisschen Hacksilver. Ich glaube, bevor wir nicht diesen Kristall holen, passiert hier gar nichts in diesem Raum. Dann würde ich sagen, wir holen Le Kristall, der hier unten ist. Wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Wir finden einen Kristall. Doch kein Kristall. Schade. Ich dachte, das wäre ein Kristall. Das ist so eine Lichtelb. Alb. Lichtalb? Elb? Elb? Ist schon nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Lichtvieh. Ich hoffe, wir finden hier, was wir suchen. Das wäre dann natürlich nicht so schön, wenn wir hier nichts finden. Ja, okay. Ja. Hier kann man nicht durch. Das ist ja super. Können wir weitergehen? Die Dinger sind alle aufgegangen. Spinnt wohl. Ich habe keinen schweren Ruhmangriff. Habe ich nicht, wie es aussieht. Ich habe auch keinen Leicht, weil ich meine Axt nicht habe. Ich freue mich jetzt. Ja. Yeah. Ich habe meine Axt einfach nicht gehabt. Ich Horst. Naja. Kann passieren. So. Hier ist gar nichts drin. Hier ist was drin. 4 von 6 Alben-Artefakte. Wir kommen den 6 schon sehr viel näher. Okay, und jetzt können wir uns das Ding hier schnappen, ne? Komm her. Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Vor allem still, mit anderen Worten. Vor allem still. Aber was passiert, wenn wir angegriffen werden? Kann ich das... Ich kann es einfach absetzen. Okay. Gut zu wissen. Wo geht's denn hier? Ging's denn hier nochmal runter? Hier unten. Da möchte ich runter.
Mal gucken, was du machst. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Ja, dann schieß. Okay, da geht's raus. Da geht's zum Ausgang. Ich nehme dich mal gerade nochmal mit, sorry. Die Brücke ist wahrscheinlich weg wieder. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich will ja sehen, was auf der anderen Seite so lauert. Okay. Ist das eine Tür? Von da kamen wir, ne? Ja, von da kamen wir, glaube ich. Muss ja alles hinterfragen hier. Ich habe keine Ahnung. Man muss ja alles sich anschauen. Hier gibt es so viel zu entdecken in diesem Spiel. Es ist unfassbar. Dass sie aus God of War ein Open-World-Spiel machen. Okay. Die Tür möchten wir öffnen mit BF. Umgekehrtes E und so ein F. Noch so ein F halt. Okay. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja, das ist richtig. Mist. Muss ich auf Zeit machen? Offensichtlich ja. Scheiße. Wenn ich in die andere Richtung mache, geht das schneller? Das geht schneller. Nur noch ein F, das nach oben geht. Mist! Willst du mich verarschen? Ich glaube, auf den letzten Drücker haben wir das noch geschafft, oder? Komm her. Kiste, du gemein. Oh, knappes Kistchen. Schuppenrunen Schulterpanzer. Okay, wir haben, glaube ich, das komplette Set. Kann das sein? Die Runen werden erhöht. Stärke geht drastisch nach unten. Das ist das Problem. Deswegen gefällt mir das nicht. Ich will meine Stärke nicht büßen. Ich, nee. Das möchte ich nicht. Okay, immerhin, wir haben das Set gefunden. Das fand ich am wichtigsten. Mehr ist hier nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Dann nehmen wir das gute Stück mal mit. Den Kristall. Und spazieren Richtung Ausgang, würde ich sagen. Und wo gehen wir jetzt hin? Raus. Sohnemann, raus. Denn wir müssen hier weg. Wir müssen hier nicht mehr sein. Wo geht's denn hier hin? Ich mache jetzt mal das Ding. Und die Kiste müssen wir auch noch holen. Die Kiste. Ich muss die Kiste holen, bevor ich es vergesse. Ich knall das Ding hier rein. Einmal. Energie. Jawohl. So, was ist hier unten? Hier ist gar nichts. Von hier kamen wir. Da ist das Ding, was wir zerdeppern müssen. Hm. Da ist es. Aber da muss noch eins sein irgendwo. Ist das von hier zu sehen jetzt? Nee. Das war zu sehen von hier unten. Oder? Ja, ja, da ist es. Ist jetzt nur die Frage, wie kriegen wir beide weg? Das ist hier. Ich setze das mal dahinter. Ich probiere mal was aus. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ziemlich weit links. Oh, das hat geklappt. Ich meine, selbstverständlich hat das geklappt. Das wäre auch mein Plan. Voll Glück gehabt. Weicher Stahl. Okay, cool. Nehmen wir gerne mit. Na komm, Sohn.
Ich glaube, wir haben alles. Vielleicht auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Sonst, man kann ja immer noch zurückkommen, falls man irgendwas verpasst hat. Endlich! Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Ich auch, mein Freund. Ich auch. Und zwar schleunigst. Und hier können wir uns noch ein bisschen aufladen, wenn das denn notwendig ist. Ja, aber auch nicht. Sind wir voll aufgeladen. Da hinten ist noch was. Zum Aufladen brauchen wir nicht. Sind hier eigentlich die Dinger jetzt aufgegangen? Die Käfige? Die sind tatsächlich aufgegangen, ne? Oh ja. Thanks. Und hier ist nichts. Ein Hauch von nichts. Ja, wir kommen sofort zu dir. Ich will nochmal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Stuff bekommen können. Die Kiste hatten wir schon. Ah, okay. Hier waren wir schon drin. Na gut, dann mal los. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Oh, du Kackvieh. Das büßt du mir. Das wirst du mir sowas von büßen. Oh, der rote Angriff, das ist nicht gut. Svartaljufur heißt der. Nein, der haut echt ab im letzten Moment. Komm schon, yes! Oh, der hat gesessen. Wunderschöner Treffer. Oh mein Gott. Okay, okay, ganz ruhig. Wo ist er, wo ist er? Wenn er wiederkommt, mache ich meinen Rage. Bisschen was hat ihm das abgezogen. Das ist okay. So, wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Yes! Okay, okay, alles wird gut, alles wird gut. Na los! Yeah! Ich daneben, ich Trottel! Der hinterlässt immer diese Bomben. Er hat gesessen. Guter Treffer, guter Treffer. Übertreibt man nicht. Ja, das war vergeudet. Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Wir haben ihn gleich. Na komm. Ja. Okay, gleich haben wir. Yes! Oh ja! Oh ja! Komm her! Oh Gott, Reader! Grobradri! Freaking! Ja, klar! Ja, ja, ich weiß! Nein, das kann nicht sein! Was? Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler! Warum? Wie? Neuer Eintrag, Bestiarium. Das gucken wir uns gleich an. Zorn des Wolfes. Beschwört ein Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt.
Das ist cool. Runenbeschwörung, das ist was Neues. Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Die können im Waffenmenü am Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie 4 gedrückt, um Runenbeschwörung zu aktivieren. Interessant. Zorn des Wolfs. Das ist cool. Ich hoffe, dass ich vergesse nicht. Die Steuerung ist hier natürlich... Viele Knöpfe, auf die man achten muss tatsächlich, aber geil. Haben wir den Falschen geholfen? Das hoffe ich doch nicht. Svartalfur, wahrscheinlich tausendfach falsch ausgesprochen. Wir haben gerade den König der Dunkelalben getötet, der uns die ganze Zeit schikaniert hat. Ich dachte, ich hätte ein gutes Gefühl dabei, aber kurz bevor er starb, sagte er, die Lichtalben seien die Bösen. Ob das wahr ist? Was ist, wenn wir die ganze Zeit gegen die Guten gekämpft haben? Die Lichtalben scheinen nicht böse zu sein, aber wenn sie wirklich diejenigen sind, die diesen Krieg angefangen haben, haben die Dunkelalben sich vielleicht nur verteidigt? So verwirrend. Ich glaube, ich verstehe, wieso Vater sich nicht einmischen wollte, aber das werde ich ihm nicht sagen. Jetzt habe ich es gelesen. Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Ganz genau. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Das reicht. Kleiner Balk. Das reicht sie mir aber hier. Oh, das Ding haben wir auch noch gehabt. Wir waren voll aufgeladen. Shit, voll vergeudet. Egal, komm. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Ja, ja. Das war frech. Frechdachs, du. Absoluter Frechdachs, dieser Junge. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Ui, ui, ui. Na schön. Das hört sich nach Ärger an. Oh, ist das schön hier. Es ist einfach wunderschön hier, Freunde. So, es ist wieder wie beim Alten. Das Wasser ist wieder da. Wir können jetzt unser Bötchen nehmen. Und das sollten wir auch tun. Ärger im Paradies, Freunde. Ärger im Paradies. Oh, was? War sie im Licht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht... Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Nein, weiß er nicht. Ich weiß, es war nicht leicht. Kein leichter Papa. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard? Zum schwarzen Atem? Yes. Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Ist das jetzt eine Aufforderung, hier rumzusuchen? Wir haben hier natürlich sehr viele unentdeckte Sachen noch. Was mir ein bisschen Angst macht. Was ist das? Der Laden, okay. Natürlich haben wir hier noch diesen Kampf, diesen Weltenriss-Kampf, aber... Freunde, das kann ich nicht bringen. Was ist das hier? Ich denke, hier können wir mal hinfahren, wenn das geht. Ich würde gerne weiterziehen. Man kann hier noch einiges finden. Kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt?
Wir werfen sie über Bord. Oh. So geht's natürlich auch. Dass ich kein Meerwasser getrunken habe. Stimmt's? Ja, das stimmt. Sonst müsste ich dich von Bord werfen. Voll nett. Okay, ich glaube... Ja, wir kommen gar nicht weiter als hier. Ey, wir kommen gar nicht weiter. Und hier ist der Laden. Ja, ja. Wir sind richtig. Wieder da? Ja. Ihr wart beschäftigt. Oh. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Ihr natürlich. Seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Aha. Hast du mir was zu sagen? In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Hört sich gut Einmal an. Ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Gut. Super. Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Natürlich. Zu Fafnirs Lagerraum gehen. Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Warum? Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. War doch klar. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Glaubst du? Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Wohl wahr, wohl wahr. Okay, haben wir die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten zu verbessern? Wir haben 2500. Das heißt, wir können auf jeden Fall was machen. Was ist das denn hier? Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen und um die Leviathan-Axt aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Bitte. Auf jeden Fall. Hallo? Was haben wir hier noch? Halten Sie beim Ausweichen L nach vorne und drücken Sie R1 für schnellen Axtangriff. Beim Ausweichen nach vorne. Okay. Ja. Vielleicht. Was ist das? Dreieck während dem Aufleuchten nach einem Präzisions-Axtwurf. Okay. Dann haben wir zwei Präzisionswürfe in Folge. Mhm. Beim Zielen R2 gedrückt, um sie aufzuladen. Oh, yes. Auf jeden Fall. Aufladen. Bei Aufladen bin ich immer dabei. So. Was spricht dich an? Verlorene Gegenstände. Sie haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die Sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Drücken Sie rechts um das verlorene Gegenstände-Menü. Was? Verlorene Gegenstände. Geprägtes Wappen der List. Wo war das denn? Hohe Bonus-Aktivierungschance auf einen Runensegen bei jeder erfolgreichen Parade. Das nehme ich mit. Oh, das ist auch cool. Das sind... Das wusste ich gar nicht. Also ich kann mich nicht erinnern. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das heißt... Was war das jetzt nochmal? War das ein Zauber? Geprägtes Wappen der Bedrohung. Hm. Auf Vitalität und auf Runen haben wir hier. Symbol der Wahrheit. Das ist auch nicht schlecht, ne? Mhm. Vitalität 4. Stärke und Runen 3. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Die Vitalität geht aber nach unten. Ich glaube, ich lasse das erstmal hier. Hier sind genau dieselben Zaubergegenstände, die man hier reinknallen könnte. Symbol der Wahrheit. Wir brauchen ja eigentlich diesen Zusatz hier nicht. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben. Weil... Ja, wobei, vielleicht werden wir noch Dunkelalben treffen, aber halt nicht mehr so viele, ne? Ich werde das hier mal abmachen.
Das brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier noch was. Ja. Was können wir denn da drauf knallen? Die Stats bewegen sich nicht wirklich nach oben, eher nach unten. Was nicht so gut ist. Rune geht runter, Abwehr geht hoch. Ja, dann bin ich eher für Abwehr. Okay. Gut. Basteln musst du uns nichts. Wir gehen weiter. Okay. Unser nächstes Ziel ist wahrscheinlich nach Midgard zu kommen, oder? Ist das richtig? Ja, ja. Ja, ja, wir müssen dahin. Okay. Dann machen wir das doch. Wahrscheinlich treffen wir noch auf den einen oder anderen Gegner hier auf dem Weg. Der Weg ist ja noch lang. Vater, ich muss dir etwas beichten. Was? All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Okay. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Gut. Guter Junge. Okay. Interessant. Kommuniziert also mit anderen Spezies. Kann das sein? Mit Tieren vielleicht? Mit anderen umgangssprachigen Wesen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Es hört sich danach an. Okay, es sind doch keine Gegner gekommen, was mich sehr wundert. Dann gehen wir eben wieder zurück in den Mittelraum hier. Jetzt das Licht. Wir haben das Licht. Ja, auf nach Midgard. So machen wir es. Auf nach Midgard. Das schauen wir uns mal an, das Spektakel. Mit voller Energie also. Midgard ist der Mittelpunkt der Welt. Drücken Sie Dreieck, um nach Midgard zurück. Das ist ja einfach Dreieck. Let's go. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Ja, schon cool. Das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Okay. Das ist also unsere Tür nach Midgard. Mal gucken, was sich hier so getan hat. Oh, Cutscene. Brock! Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Ja. Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Schau's dir an. Im Gegenteil. Auch ein blinder Schweinfurz gelegen dich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Der Spruch, ja. Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Alter. Verbessert. Einfach mit dem Hammer draufgeschlagen? Schlag mal 10-mal drauf, Mann. Warum nur einmal? Wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Was denn? Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völlunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Okay. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn?
wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Natürlich. Na schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Cool. Also gibt es ja auch Nebenmissionen, wie es aussieht. Und wenn ich das jetzt auf der Map mir angucken möchte, Ziele haben wir hier. Okay, hier haben wir die Aufträge und die Gefallen, die wir tun sollen. Ja, ja, ja. Die Welt des Feuers. Die Welt Muspelheim freischalten. Mhm. 2 von 4 Muspelheim-Chiffren gefunden. Das heißt, wir müssen noch 2 finden, okay. Seele aus zweiter Hand. Steht hier irgendwo, welches Level wir dafür haben müssten? Steht nicht, oder? Seltener Talisman und seltener Knauf gibt's hier. Hört sich gut an. Seele aus zweiter Hand oder Fafni Sword. Wir werden eh alles machen. Also die ganzen Nebenmissionen und so weiter, die wir hier in unser Logbuch, in unser Tagebuch bekommen, werden wir weitestgehend machen. Schatzkarten. Oh ja, ach, hier sind die Schatzkarten. Verstehe. Artefakte. Wir haben noch nicht alle gefunden. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Hier fehlt sogar nur einer. Nee. Kriegen wir vielleicht irgendwann. Mehr als Mythen. Odins Augen. Oh, das sind diese Raben, diese Spektralraben. Och, nee. Verborgene Kammern, ja. 3 von 7 gefunden. Aber geöffnet noch keinen einzigen. Alle Jötnerschreine finden. Da sind wir dran. Da sind wir dran, auf jeden Fall. Ich würde gerne eins von diesen hier machen. Sindri helfen, Fafnirs Wettstein zu finden. Sindri erzählte uns von dem Zwerg Fafnir, der für seine Sammlung gestohlene Schätze bekannt war. Ein Lagerraum voller Schätze könnte ein Abstecher wert sein. Sindri bat uns, nach einem besonderen Wettstein aus Niflheim Ausschau zu halten. Ich hoffe nur, dass niemand vor uns da war. In Niflheim ist das. So, wir haben das jetzt mal markiert. Mal gucken, wo müssen wir denn dafür hin? Oh, das ist das aus zweiter Hand. Okay. Und hier ist unser Ziel, Fafnirs Hort. Wie kommen wir denn da hin? Dock Todesinsel. Wie kommen wir denn hier hin? Okay. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Natürlich. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Und das sind wir. Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des Zwischenfalls. Was? Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Okay. Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichelecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Eigentlich schade. Was? Ich glaube... Noch? Willst du eine Umarmung? Los, zieh Leine! Okay, ist ja gut. Oh, wir können weiterreden, okay. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Was? Hat der Asen gesagt? Wie die Götter? Nein. Nein. Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Danke. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Absolut. Und woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht zettelt Odi mal wieder Ärger an. Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt.
Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Lieber nicht. Wir sind vorsichtig. Sag ich doch. Okay. Oh, wir können weiterreden. Ich würde gerne so lange reden, bis es nicht mehr geht. Brock, was weißt du über die Schlange im See? Nur, dass sie verdammt groß ist. Wow. Klar. Das... was? Danke. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie verdammt groß ist. Wow. Brock. Du bist ja ein Schlitzohr. Okay, da wären wir wieder. Kennst unser Ziel? Den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Da macht er uns darauf aufmerksam, dass wir vielleicht noch andere Dinge machen könnten hier. Und das ist ja mein Ziel. Hier müssten wir irgendwie lang. Wenn ich mal oben auf den Kompass schaue. Ist das richtig? Das ist das Haus von Freya. Aber da will ich nicht hin. Ich will hier hin. Wir fahren mal ein bisschen Boot. Wir fahren mal mit dem Boot. In diese Richtung müssten wir. Ja. Okay. Ach, schön. Oh mein Gott. Verdammt. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt? Ja, wahrscheinlich. Sie kämpfte. Wundervoll. Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Mhm. Okay. Ich schau mal, ob wir hier irgendwie durch können. Karte aktualisiert. Hier können wir durchfahren. Ich probiere mein Glück mal hier lang. Bereich entdeckt. Hafniers Schlucht. Das hört sich doch schon sehr gut an. Okay. Das macht mir ein bisschen Angst und Bange hier gerade. Kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Schluss jetzt. Okay. Ist das der richtige Weg? Ich glaube, das könnte der richtige Weg sein, oder? Was ist denn mit dir passiert, Kollege? Okay. Schiff aus allen verschiedenen Welten. Glaubst du, Fafnir ist auch in Alfheim gewesen? Ich weiß es nicht. Bist du nicht neugierig? Klingt interessant. Wir gehen in diesen Lagerraum, um nützliche Dinge für unsere Reise zu holen. Nicht um mehr über den Zwerg zu erfahren. Informationen sind uns vollkommen schnurz. Ich will nur Sachen finden. Looten. Informationen? Null. Hacksilber, danke. Okay, ich glaube, das ist der richtige Weg hier, ja. Schön. Ah, guck mal da oben. Immer umsehen. Man findet alles mögliche an Zeugs. Hier zum Beispiel Hacksilber, das von der Decke hängt. Einfach so. Oh, guck mal hier. Hä, sag mal. Okay. Hier wären wir gar nicht weitergekommen ohne unsere neue Fertigkeit. Ah, sehr gut. So, hier könnten wir wieder zurück zum Mittelpunkt, also diesem Portal, wo wir in der Mitte waren. Hierhin kommen wir dann immer zurück, ne? Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Habt ihr in Hafnirs Lagerraum etwas gefunden? Zum Beispiel einen Wetzstein? Ich war noch nicht mal drin. Ich war noch nicht mal drin, Alter. Okay. Zerdepper hier erstmal alles. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Okay, oh. Hallo. Okay, da gehen wir gleich lang. Ich rede nochmal mit der Sindri. Oder doch nicht? Neuen Ort von Karte aktualisiert. Was ist dieser Ort? Laden. Fafnirs Lagerraum. Okay.
Und mystisches Tor. Hierhin können sie noch nicht reisen. Was? Wie, wir können damit nicht reisen? Hierhin können sie nicht reisen? Okay, keine Ahnung. In jedem Fall, wir können nicht mit ihm reden. Wir werden beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahmesession, werden wir hier weitergehen und wir werden unsere Nebenquest erledigen, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Was fliegt da eigentlich? Ist das etwa... Das ist doch so ein Vieh. Moment. Schade. Nochmal schade. Was ist, wenn ich einfach mal warte und die jetzt werfe? So, das wollte ich noch machen. So. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Die meisten werden das wahrscheinlich auch schon gespielt haben, aber es macht einfach so eine Laune. Es macht so einen Bock, mit Kratos hier rumzurennen und einfach alles zu zerdeppern. Ich glaube, jeder, der das Spiel kennt und liebt, wie ich, der weiß, wovon ich rede. Also, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.